Ibero, Trümpera, Klaus, Nizzo, Marquitano, Meyer, Rubischmano, Castello, Rava. Der zweite Vers, der lautet wie der erste. Barry sagt, bitte setzt euch. Wir haben uns eingefunden zu dieser feierlichen Stunde, um herauszufinden, ob ich oder Gordon Shumway, der bin ich auch, ich versehe hier zwei Funktionen, erlaubt ist zu lehren das Wort seiner Heiligkeit, Barry. Barry Bo, Barry Bo, Banana Fana Fo, Ferry Fee, Fimo, Mary, Barry. Alf! Okay, das geht auch mit Alf. Alf, Alf, Bob, Alf, Banana, Banana, Banana. Das ist ziemlich blödsinnig. Was für eine Religion ist das überhaupt? Eine reformierte, sowas hört man doch. Und nun wird die versammelte Gemeinde mir vier Fragen aus der geheiligten Schriftrolle stellen. Bin ich in der Lage, drei davon richtig zu beantworten, dann werde ich ein Priester. Und verfehle ich mehr als eine. Naja, dann bleibt mir immer noch der Suff. Brian, du zuerst. Frage Nummer eins. Was ist das Netteste, was du für einen anderen tun kannst? Rückwärts rülpsen. Das stimmt. Hier steht, jener, welcher rückwärts rülpst, mag jetzt und alle Zeit mit mir feiern. Also eine Antwort richtig. Noch drei Fragen. Lynn? Okay. Frage Nummer zwei. Welches hübsche Geschenk beweist am besten deine Liebe zu einem anderen Wesen? Ein Cabriolet Miata. Und wie konnte Barry das gewusst haben, das Modell ist vom letzten Jahr? Barry weiß alles. Und natürlich kennt er auch alle roten Cabriolets. Das ist richtig. Nun, die Hälfte hätten wir glücklich hinter uns. Brian? Wann passen Leuchtschienen zu Berberteppichen? Oh, mal überlegen. Wenn du beim Berber bei Unifarben bleibst und Gemustertes streng vermeidest, klingt etwas wunderlich, aber wenn's Barry glücklich macht... Es ist falsch. Du irrst, Alf. Hier steht, bleib bei Gemustert und vermeide Unifarben. Sie sind kalt und schaffen keine einladende Atmosphäre. Ach, religiöse Gebote sind auslegungsfähig. Deine letzte Chance. Also nutze die folgenden 20 Sekunden gut. Du hast die Nacht durchgetanzt und bemerkst, dass bei deiner Partnerin die Schweißblätter durchgeschwitzt sind. Du magst sie, aber die Leute deuten mit Fingern auf euch. Sagst du es ihr? An die Frage erinnere ich mich gut. Die Antwort ist nein. Stattdessen tanzt man den ersten langsamen Walzer und fasst hinein und wechselt die Dinger aus, ohne dass sie es merkt. Ist richtig. Ich gratuliere, Alf, du bist jetzt Priester. Und entschuldige, wenn ich das Ganze für etwas frivol hielt. Ja, ja! Oh, mir ist in meinem Leben noch nie etwas leicht gemacht worden. Kommt jetzt, meine Freunde, erhebt euch für Dank und Gruß an unseren geliebten großen Barry. Ich hab noch nicht gesagt, Barry sagt, steht auf. Ach, jetzt können wir die ganze Zeremonie wiederholen. Von Anfang an. Es geht los mit den Fragen. Brian?